Moin, moin, meine lieben Leute. Willkommen zurück zu Plugs Tale. Wir haben Mutti gefunden. Die sitzt hier hinter mir in der Zelle. Und jetzt wollen wir erstmal ihr für sie den Schlüssel klauen. Beziehungsweise den Schlüssel finden, damit wir sie aus der Zelle rausbekommen können. Muss alles bereit sein, damit so, wir probieren wir mal. Verstanden? Ja, Senor Nicolas. Na schön, du hast ihn gehört. Ich bereite alles vor. Die Alchemistin wird reden. Das wird ein Spaß. Mach einfach deine Arbeit. Der Wachhauptmann mag keine Improvisation. Und ich auch nicht. Ja, natürlich. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Was ist es? Was? Was war das? Nein! Okay. Schnelles Ende. Okay, Alter. Du musst nochmal sehr vorsichtig sein. Ja, ja, ich bin sehr vorsichtig. Komm zurück, sobald du die Schlüssel hast. Muss alles bereit sein, damit wir beginnen können. Verstanden? Ja, Senor Nicolas. Na schön, du hast ihn gehört. Ich bereite alles vor. Die Alchemistin wird reden. Das wird ein Spaß. Mach einfach deine Arbeit. Der Wachhauptmann mag keine Improvisation. Und ich auch nicht. Ja, natürlich. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich muss sie loswerden. Also gut. Das könnte mir eine Beförderung einbringen. Mehr Autorität, Ergebnisse. Nun, ich muss effizient sein. Kein unnötiges Spektakel. Wenn Amicia hier wäre. Nein, ich brauche sie nicht. Sind geschliffen. Hammer, Zange, Brandeisen, Säge, alles bereit. Hab ich was vergessen? Wenn der Hauptmann dabei ist, gehe ich besser auf Nummer sicher. Okay, mal sehen, was wir hier machen können. Oh, die Ratten. Die haben alle Angst vor den Ratten. Wenn ich sie befreien könnte. Ja. Wie können wir die Ratten befreien, ist die Frage, ne? Aber ich glaube, wir können sie befreien. Aber wie? Muss mal gucken. Ah, da ist ein Hebel, okay. Oh, der ist für die Käfige. Oh. Hey. Nein, ich wurde erwischt von diesem Heini da. Muss ich alles normal machen jetzt? Oh, verdammte Axt. Vorsichtig sein. Gut, mach nochmal. Du die Schlüssel hast. Muss alles bereit sein, damit wir beginnen können. Verstanden? Ja, Senor Nicolas. Na schön, du hast ihn gehört. Ich bereite alles vor. Die Alchemistin wird reden. Das wird ein Spaß. Mach einfach deine Arbeit. Der Wachhauptmann mag keine Improvisation. Und ich auch nicht. Ja, natürlich. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich muss sie loswerden. Also gut. Das könnte mir eine Beförderung einbringen. Mehr Autorität. Wenn Amicia hier wäre. Nein, ich brauche sie nicht. Kein unnötiges Spektakel. Eine echte Dame. So weich. Egal, so. Die Klingen sind geschliffen. Ich muss unten gleich ein bisschen aufpassen und mal genau hinschauen, wo der steht. Das habe ich gerade eben nicht gemacht. Den haben wir auch nur entdeckt. Die Ratten. Die haben alle Angst vor den Ratten. Wenn ich sie befreien könnte. Ja. So, da steht der Typ, ja. Dann geht der Typ. Er weg, oh, ne? Der ist für die Käfige. Komm. Schnell, schnell. Hey, der Kelch ist kaputt. Scheiße, wir müssen weg. Bewegung! Sehr gut, weg mit euch. Jetzt schnell der Schlüssel. Nein, runter, 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 runter. Ich weiß, ob ich wieder hochgegangen bin. Der Schlüssel oder wo ist er? Laternen! Sie mögen keine Laternen! Oh, es funktioniert! Kusch! Nicht hinsehen, nicht hinsehen! Da ist der Schlüssel, glaube ich, da vorne. Der Schlüssel mal. Ja, siehst du, Amicia, Mama wird. Oh, mein Kopf. Oh, mein Kopf. Was ist da los? Schreien.
hier wieder zurückgehen, oder? Wo sind wir nochmal gekommen? Ich habe keine Ahnung. Doch. Von da drüben. Den Weg müssen wir frei machen. Verdammte Axt, da komme ich nicht durch. Ach doch, warte. Ah, okay, jetzt warte ich wieder. Okay. Erstmal hier frei machen. Sie können immer noch durch. Ich muss sie da wegbekommen. Ja, ich schaffe das. Ich schaffe das. So. So, erstmal dahin. Dass ich da hinkommen. Oder rauskommen gleich. Und damit der Laterne da frei machen, oder? Ohne Schwesters Hilfe. Mama, ich hab's geschafft. Sehr gut. Komm, schnell. Sehr gut sind wir. Alles ist gut. Dir tut niemand mehr weh. Mein Held. Wie fühlst du dich? Dein Kopf. Sie spricht jetzt mit mir die ganze Zeit. Und was sagt sie? Sie sagt, ich soll mich hier anschließen. Die erste Schwelle. Mama, ich hab Angst. Wir kommen hier nicht raus. Wir haben keine Wahl. Wenn ich bei dir bin, die Stimme, kannst du ihr antworten? Okay. Gib dich ihr völlig hin. Hab keine Angst. Ja. Uwe kann jetzt Ratten kontrollieren. Halte LT gedrückt, um zu zielen, und dann RT, um die Ratten zum Zielbereich zu schicken. Cool ist das denn bitte sehr. Alles ist gut. Jetzt sagst du ihnen, dass sie sich bewegen sollen, damit wir hinaus können. Kannst du das? Aber konzentriere dich. Sonst werden sie sehr gut. Siehst du? Okay. Mein Kopf ist weg. Das war die Makula. Doch du hast dir geantwortet. Lass uns gehen. Ich frage, wo wir hin sollen. Schreie. Sie müssen ihre Ratten auf die Gefangenen losgelassen haben. Ich finde das Dokument und dann nichts wie raus. Eine Wache. Wir können sie loswerden. Mit den Ratten. Werden sie ihn fressen? Okay. Aber eine coole Kraft, muss man nur mal nebenbei sagen. Ist das meine Krankheit? Du bist nicht krank, Hugo. Es ist eine Gabe. Ich erkläre es dir später. Eine Gabe? Oder ich werde langsam verrückt. Sie hören einfach nicht auf mich. Okay. Ich würde gucken, was sie noch kann, so. Aber wir müssen, glaube ich, in diese Richtung.
hier raus? Ja, vielleicht. Versperrt. Suchen wir weiter. Dann komm her. Ist auch kein Weg. Und hier sind wir doch gekommen eigentlich, oder? Nein, können wir da durchgehen? Da kann Mutti nicht durchklettern wahrscheinlich. Okay. Was zum Teufel machen die Ratten hier? Was zur Hölle ist passiert? Ich dränge sie zurück. Nur bis wir durchkommen. Übertreib es nicht. Ich versuch's. Okay, es ist, wir können hier längs gehen, okay. Gar nicht so schwer, aber trotzdem auch nicht so leicht, das zu beherrschen, das Ganze. Diese Straßen sind in sehr schlechtem Zustand. Wie sollen wir das liefern? Fehlt bloß noch, dass wir einen dieser Käfige verlieren. Sei vorsichtig. Sie mit ihnen gemacht? Sie füttern sie mit Menschenblut. Wirklich? Ja, es ist komisch. Ich spüre die schwarzen Ratten, aber die hier nicht. Ich verstehe. Wir müssen einen Weg herausfinden. Was haben Sie mit diesen Ratten vor? Ah! Oh, Alter, was ist das denn? Da kam ich nicht um die Ecke. Hugo ist gestorben. Was haben Sie mit diesen Ratten vor? Ich muss so rumgehen. Geht es dir noch gut, Hugo? Ich fühle mich etwas seltsam. Es ist normal, dass du müde wirst. Sag mir, wenn es dir schlecht geht. Ja. Nein! Och Mann, das gibt's doch gar nicht. War doch so dicht dran. Was haben Sie mit diesen Ratten vor? Ach, das können wir mal machen, okay. Das Problem ist, ich kann sie ab und zu nicht weiter steuern irgendwie. Warum nicht? Warte mal, kann nicht sein. Was haben Sie mit diesen Ratten vor? Also ich, okay, es ist immer, wenn ich glaube, zu dicht reinrenne und sie nicht schon weg sind. Dann müssen wir was anderes machen. Was haben Sie mit diesen Ratten vor? Wir müssen immer schön weit wegdrücken. Geht es dir noch gut, Hugo? Ich fühle mich etwas seltsam. Es ist normal, dass du müde wirst. Sag mir, wenn es dir schlecht geht. Ja. Geht da runter. Runter mit euch. Mama, warum kann ich das tun? Das Blut macht das. Es ist ein bisschen kompliziert. Aber Amicia kann es nicht. Nein, ich erkläre es dir später.
Wir haben uns gestritten, Mama. Nicht so schlimm, Liebling. Lass uns erstmal hier herauskommen, ja? Kann sich doch auch wieder vertragen, Junge. Junge, kann sich wieder vertragen. Oh. Oh, jetzt sind wir schon in der Falle. Beatrice, ihr seid also wieder mit eurem Sohn vereint. Ich weiß, was ihr ihm angetan habt. Ihr habt, was ihr wolltet, nun lasst ihn gehen. Ihr beleidigt mich, Madame de Roon. Euer Sohn ist der natürliche Träger der Makula und sie ist noch nicht mit ihm fertig. Ebenso wenig wie ich. Aber das wisst ihr. Vitalis, bringen wir es zu Ende. Jetzt gibt's was Feines, oder was? Kleines Kämpfchen? Bin gespannt. Nikolas, ihr könnt das nicht verstehen. Du spürst es auch. Nicht wahr, mein Junge? Wir sind durch Blut verbunden. Was denkst du, Hugo? Deine Familie wächst. Sieht der eklig aus. Ich flehe euch an. Ich helfe euch. Aber lasst meinen Sohn gehen. Sein Schicksal ist nicht, ein Dirun zu sein. Er gehört hierher. Auf meine Seite. Ihr seid ein Scheusal. Ein Scheusal? Madame. Keine Vorstellung. Oh, was jetzt? Tötet sie! Ich mach's kurz und schmerzlos. Sag deiner Mann, liebe Wohlkleine. Tu dir nicht weh! Was? Wir haben Superkräfte, wir sind Superhelden, ey. Genug. Hugo, sag doch was. Hugo, kannst du mich hören? Nein. Er ist mächtig. Doch hat er die Schwelle noch nicht wie erhofft erreicht. Wisst ihr warum? Amicia. Wegen Amicia? Wie lästig. Doch es dauert nicht mehr lange. Und wir haben noch andere Tröpfe auf der Hand. Eieiei. Bringt sie fort. Lasst ihn in Ruhe. Nett ist er nicht. Was wollt ihr denn noch? Viel mehr. So viel mehr. Und ihr werdet bei mir bleiben, damit ich es auch bekomme. Keine Bange, Hugo. Ich glaube an dich. Wir werden unser Ziel erreichen. Mama ist ja, man sagt über Priester und Kinder.
Wird mal wieder bestätigt. So, Kapitel 15. Das Andenken. Da werden wir kurz noch reinluschern, aber wir werden natürlich nicht weiterspielen. Das Andenken werden wir wohl erst in der nächsten Folge angehen. Hm. Amicia, sie ist wach. Ruhig, Amicia. Öko. Arthur und ich haben dich aufgespürt. Du warst 3 Tage verschwunden, Amicia, und wärst fast gestorben. Wir hatten große Sorge. Öko. Lass mich allein. Komm. Hör auf zu träumen. Geh zu den anderen. Die Ratten kommen bald. Wir müssen die Feuer entzünden. Okay, erreiche den Wall des Chateaus. Könntest du bitte aufgehen? Wir machen es beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.